Was? Ach, Kartenkiosken. Irgendwas mit Kartenkiosken, das habe ich jetzt nicht mehr lesen können, weil ich konnte mit dem Wort Kartenkiosk erst nichts anfangen. Ich dachte, da steht Kartonkiste, aber das war immer noch Quatsch. Na, dann lauf mal schneller, mein Freund. Wir haben es eilig. Ich glaube, die Waffe brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Ja, aber gibt es hier irgendwas? Da gibt es schon mal ein Safe. Und ein Datenpad. Log von Dr. Casey, Nummer 1. Wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedweder Daten höchst riskant. Also ist das hier alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, würde ich mal sagen. Okay, ah, hier kann ich in die Tür umgehen, alles klar, das werde ich gleich tun. Hier kann ich untersuchen, was kann ich hier untersuchen? Ich hatte recht, diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Oloy und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth, die Reaper, sie alle, die müssen aufgehalten werden. Oh, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Und ich bin ja stets bemüht, verdammt, dass sie auch aufgehalten werden, ne? Aber erstmal möchte ich wissen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, und da verbirgt sich eine weitere Tür. Da hier ist raffiniertes Iridium drin. Könnte da nicht raffiniertes Platin drin sein, das würde schöner sein. Aber gut, Iridium ist ja auch schön. Ich finde alles toll. So, hier kann ich ein Terminal benutzen. Ich gucke erstmal mir den Sensor an hier. Huch! Ich war das nicht. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortige Abreise. Ja, ich habe schon noch... Ja, bleib doch mal locker. 2-3 Minuten habe ich noch. Ich möchte hier noch kurz gucken. Log von Dr. Casey Nummer 2. Dieser höllische Planet ist eine Sternkarte, die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt. Dr. Aloy und ich haben nur wenige Stunden, um so viel wie möglich zu bergen, bevor die Bedingungen so gefährlich werden, dass wir abbrechen müssen. Wir haben zu spät herausgefunden, dass unser Energieraster die vulkanische Instabilität verstärkt. Wenn wir nun mehr Zeit zur Untersuchung hätten... Ich bin sicher, dass hier der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt. Zu allem. Verfluchter Planet. Tja, Pech gehabt. Jetzt werde ich mich gerne auf den Weg nach draußen machen, denn hier irgendwie scheint alles in die Luft zu fliegen. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Okay, da darf ich nicht lang. Ist ja gut. Da auch nicht. Ist ja gut, dann laufe ich hier lang. Hallo. Lass mich in Ruhe. So, dann würde ich mal sagen, ich werde mich mal schnell wieder zum Hammer bewegen. Guck mal, eine Waffe habe ich gar nicht gebraucht. Alle Ziele eliminiert. Aha. Wo läufst du denn rum, Miranda? So, erstmal schnell in den Hammer. Und ich glaube, ich sollte mich jetzt hier relativ fix verdünnisieren. Könnte auf jeden Fall ganz gut sein, wenn ich das tue. Deswegen werde ich das auch mal machen. Alter, ich sehe nichts. Oh, da war eine Kurve. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hülle wurde beschädigt und angezeigt wird aber als gilt strengstes Rauchverbot. Ich glaube, Computer, du bist ein wenig verwirrt. Aber macht ja nichts. So. Ich lasse es jetzt einfach mal liegen, denn ich möchte hier gerne lebend rauskommen. Und ich sehe echt. Teilweise sieht man gar nichts, weil hier alles wackelt. Juhu! Verdammte Scheiße, ich bin zu früh abgesprungen. Nein. Nein. Verdammt. Fortfahren. Ich dachte, das Ding, das endet früher und ich muss früher abspringen. Verdammter Mist, ey.
Na gut, dann lassen wir das Ganze nochmal machen. Jetzt wissen wir genauestens Bescheid. Ich find's lustig. Verdammt, hier ist eine Kurve. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Es ist trotzdem lustig. Oh, verdammt, ich sollte auch mal eine Leertaste loslassen. Oh, hier ist ja wieder so eine kleine Schlucht. So, diesmal will ich es aber mal schaffen, weil es ist auch ein bisschen nervig, wenn man das immer die ganze Zeit wiederholen muss. Ein bisschen Anlauf nehmen und dann rubbel die Katze darüber springen. So läuft das. Ja, hier rüber. So, jetzt aber. Boah, jetzt habe ich aber auch gedacht, verdammt, ich schaff's nicht. Aber ich hab's geschafft. Na dann. Auf zur Normandie. Ja, zur sicheren Landung war keine Zeit mehr. Ja, hier explodiert doch alles. So, erledige die ganze Sache. Da gibt es bestimmt eine neue Nachricht zu. Spielen Sie einen Abschnitt nochmal. Sie können Zwischensequenzen und Dialoge überspringen, indem Sie Leertaste drücken. Cool. Ungelesene Nachrichten. Sie sind zu klein. Morlin. Wer ist denn Morlin? Egal. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlins berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkungen der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder genbiotische Xeno-Umgestaltung. Morlin hat ein großes Angebot wonnespendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlins berühmter Extranet-Site, direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Geil, dass ich so eine Nachricht bekomme, aber ich glaube, ich bin genug groß ausgestattet und brauche das nicht. Von Ola Hahn. Shepard. Sie sagen, Sie seien am Leben. Hätten den Tod überlistet, dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagt viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Benesia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich Ihnen danke. Wären Sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachni alle umgebracht. Und das wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht Sie? Warum sind Sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, Sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind Sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen und ich würde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination von einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke. Hahn, Ola. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wer das ist, aber egal. Alarm. Sicherheit gefährdet. Projekt Feuergänger. Das war knapp auf Garunto, Shepard. Bei der Analyse des Senders, den Sie zur Übertragung Ihrer Funde benutzt haben, ist eine beunruhigende Tatsache ans Licht gekommen. Die MS4 Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einen unbekannten Zielort gesendet. Vermutlich verfolgen die Geth auf diese Weise Dr. Casey und Dr. Oloy. Wir konnten aus den Daten außerdem die genaue Position von Dr. Caseys proteanischer Fundstätte entnehmen. Er war überzeugt davon, dass dort eine Enthüllung von bahnbrechender Bedeutung wartet. Sie sollten schnellstmöglich dorthin fliegen, um eventuelle bereits angelaufene Beschaffungsmission der Geth zu unterbinden. Okay.
Ich werde mich auf den Weg machen, aber erstmal muss ich ja noch was anderes machen. Also ein Ding war ja eh noch offen. Das war doch sowieso die Ausgrabungsstätte. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Ziemlich blöd, wenn ihr mich fragt. So, bevor ich aber dahin fliege, werde ich meinen Treibstoff mal auffüllen, denn der ist schon ziemlich aufgebraucht. Meine Sonden sind nicht mehr existent. Und dann wollen wir doch mal einen Massenportalsprung wagen. So, Moment. Ach hier, guck mal. Im Hades Nexus. Nö. Ich werde aber erstmal die Artefaktsammlung hier mir genauer anschauen. Die ist da hinten irgendwo, alles klar. Na los, ach, flieg doch mal den... Mann, flieg den Planeten an, so. Geht doch, meine Güte. Mittel, wie gesagt, das ist uninteressant. Ach, verdammt. Jetzt bin ich ganz rausgegangen, das wollte ich natürlich eigentlich gar nicht. Aber naja. Auch nur Mittel. Also weg. Hier ist auch Schwarzschild. Hier gibt es 4 so eine Teile. Ja, wunderbar. Mann, ist auch noch so groß. Das ist ja noch viel wunderbarer als doch nur wunderbar. Muss man ja einfach so sagen. So, hier ist... Gibt es bestimmt was zu holen, aber das interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Mal gucken, was ist denn hiermit? Mittlere Planeten, da mache ich mir ja gar nicht mehr die Mühe. Hier gibt es aber auch nicht viele Planeten, obwohl es so groß ist. Das ist ein wenig verwirrend. Hier ist gut, vielleicht gibt es hier ein bisschen Platin. Starte Sonde. Aber erstmal nehmen wir das Palladium mit. Obwohl, hier gibt es Element Zero, kann man ja auch mal mitnehmen. Starte Sonde. So, ausnahmsweise mal. Dann nehmen wir mal das Sonde Iridium unterwegs. Noch mit. Oh ja. Das freut mich doch. Ein bisschen Platin für mich. Und nur für mich allein. Starte Sonde. So, das reicht jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf dem Planeten weiterzusuchen. Der ist unerforscht. Mal hier gucken. Attahil. Hoch. Sonde gestartet. Das erste, was ich mal wieder finde, ist natürlich Dingsbums. Sonde unterwegs. Palladium, Iridium. Ich möchte aber gerne etwas Platin. Das wäre zu gütig von dir. Ach, das gibt's da nicht. Und hier ist ganz viel Iridium. Das Sonde muss. Das kann ich ja nicht einfach außer Acht lassen, die ganze Geschichte hier. Was ist das andere? Das ist weg. Warte. Platin! Sonde unterwegs. So, das reicht. Ich müsste jetzt nochmal weiter gucken, aber so viele Dinge habe ich gar nicht mehr. Und ich glaube, das wird auch nicht reichen für alle 4 Systeme hier. Erstmal nach Century fliegen. Ja, wobei doch, das müsste doch reichen. Die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, Edi ist gut. Reg dich nicht so auf. Es wird schon reichen. Und so, erstmal hier die Umlaufbahn anfliegen, Scan starten. Nö. Nö, nö, nö. Klendagon oder Klendagon oder was auch immer. So, du bist hoch. Ja, mal wieder Palladium. Give me a little bit more Platin. Ja, dann nehme ich das. Ich nehme alles Platin, was ich finden kann. Ja, hier habe ich Platin gesehen. Moment, ich habe noch... Hier. Sonde nehmen wir das. Gestartet. Oh, hier ist auch eine Menge an... Starte Sonde. Ich will aber Platin haben, nicht den anderen Rotz. Davon habe ich so viel... Hier ist noch Platin. So, ein bisschen Iridium können wir direkt auch noch mitnehmen. Das ist doch schön. Was gibt es denn auf Tamahera? Natürlich hoch. Wie könnte es denn anders sein?
Okay, das muss ich mitnehmen. Sonde gestartet. 150.000 Iridium, das werde ich doch in meinen Lebzeiten nicht ausgeben. Ich möchte ein bisschen mehr von Platin, aber irgendwie... Unterwegs. Platin gibt's... Hier, warte mal, hier ist wenigstens ein bisschen Platin. Oh ja. Starte Sonde. Das lässt mein Herz doch höher schlagen. Es wäre natürlich schön, wenn es hier noch mehr geben würde, aber irgendwie gibt's das... Oh doch. Oh doch. Sonde unterwegs. 50.000 Platin. Ich will natürlich auch so um die 100.000, dann reicht es, glaube ich, erstmal wieder. Okay, jetzt kann ich auch nicht mehr so viel... ein System habe ich noch vor mir, da müssen die auch noch reichen. Deswegen gucke ich jetzt echt nur nach Platin. Und irgendwie finde ich kein... Hier ist ein bisschen Platin immerhin. Nee, Moment. So. Sonde gestartet. Ja, immerhin 52.000 Platin jetzt. Dann können wir hier hinfliegen. Zur Artefaktsammlung. Oder auch nicht. Drei Planets? Ah, gut. Mittel nicht interessant. Und es gibt auch nur drei Planeten hier drin, von daher reicht das. Ja, gut, dann reichen meine Sonden definitiv lockig für lockig aus. Ach, hier ist eh nichts mehr zu holen, fast. Also hier gibt's noch was, aber wenn mir Mittel schon nicht ausreicht, Anomalie geortet. Dann natürlich niedrig erst recht nicht. Moment. Hallo? Habt ihr hier Platin gerade gesehen? Ja, wo ist das? Hier. Steht doch. So, ich habe ja noch einiges an Sonden jetzt übrig. Hier ist das. Sonde unterwegs. Ich gebe es hier noch ein bisschen was. Scheint aber nicht so. Also. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Scans haben Anlagen geortet, die zu den Beschreibungen von Dr. Caseys Beobachtungspostenstation Dingsbums passen. Eine Erkundung könnte möglicherweise wertvolle Missionsdaten liefern. Warnung. Geth-Präsenz auf der Planetenoberfläche geortet. Seien Sie extrem vorsichtig. Wenn du mir das rätst, Edi. Bin ich doch immer vorsichtig. Fast. Zumindest. Na los. Lass uns schneller landen. Wir nehmen ihn hier mit. Eigentlich. Ach komm. Dich und dich. Ja. Die möchte ich gerne mitnehmen. 5 Punkte hast du. Okay. Ja, Blendgranate ist voll für den Arsch. Ich habe das hier und ich mache mal Meisterdieben und dann gucken wir uns mal Jacob an, der hat 4. Ja, die 4 mache ich gerne auf ziehen. Ihre Levitationsfähigkeiten halten das Ziel länger in der Luft oder betrifft alle Ziele in der Nähe, sodass ganze Gruppen in die Luft kommen werden. Das finde ich eigentlich viel geiler. Deswegen nehme ich das auch.